Mama, alles okay? Was machst du? Ich sitze. Dir ist irgendwie langweilig, oder? Nee. Möchtest du irgendwas machen? Nein, muss nicht sein. Ich chill ein bisschen. Doch, sag mal, worauf hast du Bock? YouTube machen. YouTube machen? YouTube machen. Nicht dein Ernst, oder? Doch, YouTube machen. Alles außer YouTube. Doch, YouTube. Nein. YouTube. Vielleicht etwas anderes? YouTube. Zuallererst brauchst du ein bisschen Hintergrundwissen. Zähl mir mal bitte auf, welche Social Media Plattform du alle so kennst. YouTube. Aha. Diese ganzen sozialen Netzwerke, die wir YouTuber den ganzen Tag nutzen. Facebook, Twitter, Google. Google? Und Snapchat. Step Nummer 2, wir brauchen eine Idee. Weißt du schon, was du in deinem Video so machen möchtest? Leute, die ich gerne habe, pranken. Pranken? Vince zum Beispiel und Butterfree gleichzeitig. Bin ja schon mit 16 auf dem Skateboard, kann ich bestimmt eine Longboard-Tour machen. Das wäre auch cool. So, bevor das Video anfängt, brauchen wir noch eine Begrüßung. Du willst ja deinen Zuschauern irgendwie Hallo sagen. Okay, ist Mama Ju. Lass mal denken. Warte Mama, ich zeig dir mal ganz kurz ein Beispiel. Der Upright macht das zum Beispiel immer so. Tja, moin Leute, Apos auf. Tja, moin Leute. Next Step, du brauchst auf jeden Fall ein moderneres Erscheinungsbild und dafür habe ich extra einen Style-Spezialisten einfliegen lassen. Direkt aus Berlin. Hi, ich bin John, Style-Spezialist. Direkt aus Berlin. Das erste, was brauchst, ist ein freshes Tattoo, damit die Leute wissen, wo du herkommst. Als nächstes brauchst du eine coole Jacket, damit die Leute wissen, wo du herkommst. Außerdem brauchst du noch coole Treter. Das ist der neueste Schrei. Damit die Leute wissen, wo du herkommst. Der Next Step ist, Anglizismen zu benutzen. Anglizismen sind cool, Anglizismen sind new. Mama, bist du fly? Was? Bist du fly? Was ist das? Anglizismen sind beispielsweise englische Wörter, die du auch benutzt, wenn du Deutsch redest. Finde ich cool, sowas zu machen. Mach ich auch selber. I got you. Ja. Nicht verstanden heißt das. I got you. I got you. Diese andere Seite ist besser. Der Next Step ist, du brauchst ein Markenzeichen, damit du bei den Leuten in Erinnerung bleibst. Bei mir ist beispielsweise das Tanzen. Oh, das möchte ich auch gerne machen. Tanzen. Aber kannst du das überhaupt? Habe ich dabei gebracht, als du so klein warst. Ein weiterer auch sehr wichtiger Step. Mama, Mama, hörst du mir zu? Mama, hörst du mir zu? Ja. Okay, wie ich bereits gesagt habe, der Next Step ist auch ziemlich wichtig und Mama, magst du einfach das iPad weglegen? Ja, aber ich guck John Kim auf den YouTube. Und der letzte Step ist, Mama, du musst die Leute zum Liken und zum Abonnieren animieren und sei einfach locker, hab Spaß, sei kreativ, setze neue Trends. Bekommst du das alles hin, Mama? Weißt du, Juju, wenn ich mehr Zeit mit dir verbringen kann, da bin ich ja schon ganz glücklich. Tja, morgen Leute, Mama Ju ist wieder da, fly. I got you. Check mal meine Pimped-Up-Jacket. Ich hoffe, bei euch ist alles fresh, so wie das Wasser in dieser Bottle. Nice. Bei 50 Likes auf dieser Video mache ich... 50 Likes ist doch gar nichts. Bei 100 Likes auf meinem Video pranke ich den Vincent. Ist das jetzt dein Ernst oder ist mich jetzt echt... Bevor ich pranke, mache ich erstmal meine Longboard-Tour. Was? I got you. Hey Bruder, halt mal bitte fest die Kamera. Hey Juju, kommst du? Mach mir mal ein Double-Dab. So. Jo Leute, wenn ihr mehr sehen möchtet von mir, checkt meinen YouTube-Kanal und auf Google. I got you. Mama, warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht Dana. Life is funny and sometimes strange. It's a long turns out the way you think. But if you want some good advice, I can offer this small way.